Herzlich willkommen bei einer neuen Folge mit AppKings. Heute mal mit einem weiteren Review. Und zwar geht es heute um zwei hochwertige Apple-Bänder. Und zwar kommt es aus dem Hause Robeya. So werden sie geliefert. Wer Robeya jetzt nicht kennt, gibt es zum Beispiel auch bei Gravis, also bei den großen Apple-Händlern. Und das ist eine Firma, die eben sich so Aufgabe gemacht hat, sehr, sehr hochwertige Bänder zu produzieren für die jeweiligen Apple Watches. Das heißt also auch für die 38mm und natürlich auch die 42mm und eben auch nicht nur für die Größen, sondern auch für die Farben. Denn jedes Band ist sozusagen angepasst für die Farbe, die ihr für die Apple Watch die habt. Und ja, das ist natürlich eine sehr, sehr coole Sache, weil die sind super hochwertig, also jetzt kein China-Billigschrott, sondern die sind wirklich Premium, da steht es auch hier. Werden zum Beispiel, also kommen aus Hamburg und ja, die Sachen werden wirklich nur in feinster Qualität selbst mit Hand gemacht. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit diesem guten Stück. Es sind jetzt zwei Modelle, einmal in Leder und einmal das NATO-Modell. Das ist so wie so ein Nylon, nur viel, viel hochwertiger. Und wir fangen einfach mal mit dem Leder an. Das ist Nappa-Leder. Also alleine nur vom Angucken sieht man eigentlich schon, wie hochwertig es ist. Gerade bei Leder-Ammunition findet man sehr, sehr viele bei eBay, Amazon, die so 20 Euro kosten. Die sind aber niemals echt und sind von der Qualität nach einer sehr, sehr kurzen Zeit sehr schlecht. Also die machen sich dann meistens Wellen oder die Farbe geht ab. Und hier ist es alles in sehr, sehr hochwertiger Arbeit gemacht worden. Und wir holen es einfach mal raus. Schon die Verpackung ist sehr, sehr hochwertig. So. So. In meinem Fall für die 42mm. So. Das eine Stück und das andere Stück. Und man sieht echt Leder, handgemacht in Deutschland. Also alleine wenn man es anfasst, fässt sich das super hochwertig an. Ja, riecht auch nach Leder. Und was auch sofort auffällt, ist diese Geschichte hier oben. Das ist meist immer super viel Aluminium, Plastik. Hier ist es eben super hochwertig. Es ist auch relativ schwer, aber das ist einfach die Qualität, weil die Scharniere müssen auch richtig halten. Sonst habt ihr da immer Probleme. Und auch das richtig schön ordentlich abgerundet. Da sind keine Dellen oder sonst was drin. Weil sehr, sehr oft bei China, sag ich mal jetzt Fakes oder nachgemachten Sachen, sind die hier sehr, sehr schlecht verarbeitet. Und damit könnt ihr dann nicht nur eure Apple Watch kaputt machen, sondern wenn ihr Pech habt, kriegt ihr es auch nicht mehr richtig raus und rein. Und dann könnt ihr sie wegschmeißen. Das ist hier natürlich nicht der Fall. Und ja, das fässt sich doch super schön an. Und ich würde sagen, wir packen sie jetzt einfach mal rein. Ganz einfach reingesetzt. So, nee, andersrum. Zack. Und ups, da genauso. Zack. Ohne Probleme. Und das sieht doch mal richtig schön edel aus. Mal gucken. Ja, das kann man perfekt kombinieren. Ein sehr, sehr hochwertiges Leder, wie gesagt, Nappa-Leder aus Deutschland, handgemacht. Und ja, jeder, der dann doch schon ein bisschen was Hochwertiges haben will, einfach ein Statement haben will, wenn man die Uhr trägt, gerade wenn man abends weggeht oder ja, irgendwo geschäftlich damit unterwegs ist, dann sieht es einfach nur sehr edel aus. Und man sieht es auch vielleicht in der Kamera, diese ganzen Nähte hier sind 1A verarbeitet. Ganz oft bei China-Sachen kommen hier Fäden raus, die sind schlecht verarbeitet. Klar muss ja auch irgendwo der günstige Preis herkommen, aber hier ist alles perfekt gemacht und die sieht super schön aus. Und ja, es kommt wie gesagt so geliefert. Noch mal einen Code. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal das nächste an. Was auch noch interessant ist, die ganzen Lederbänder werden von zwei renommierten Uhrenarmbandmanufakturen hergestellt.
Die sind eben, also die machen die Armbänder für die größten und teuersten Uhren der Welt. Und ja, die stellen das eben auch für Robea zusammen. Und danach werden diese ganzen Metallsachen, die noch dran sind, sozusagen nochmal in Handarbeit in Hamburg dran gemacht. Also ihr habt hier wirklich sozusagen fast immer ein Unikat. Und ja, da sieht man einfach schon die Qualitätsunterschiede enorm. So, kommen wir jetzt zum nächsten Modell. Das, wie gesagt, ist das Nano Nylon Armband. Vielleicht auch ganz interessant, der Online-Store hat die verschiedensten Farben und Bänder nämlich. Ihr habt nämlich bei den ganzen Sachen ja, 29 verschiedene Farbkombinationen und bei den Lederarmbändern sind es übrigens 13. Und ja, wie gesagt, der Unterschied ist zu ganz, ganz vielen Herstellern, ihr habt zum Beispiel jetzt ein Space-Grau-Modell von der Apple Watch und könnt so auch eure ganzen Metall-Accessoires sozusagen auch in der gleichen Farbe bekommen. Habt ihr ein silbernes, könnt ihr Silber haben und so weiter und so fort, damit sozusagen das Armband perfekt zu eurer Smartwatch, also eurer Apple Watch passt. Und ja, jetzt gucken wir uns mal das NATO-Modell an. So, das NATO-Nylon-Armband ist jetzt draußen. Vielleicht da auch noch ganz interessant. In den 70er Jahren wurde es, wie gesagt, für die Marine entwickelt, wegen der Robustheit und die Funktionalität, damit sie sozusagen nicht geblendet werden darüber. Und ja, heutzutage sind so eine NATO-Bänder oder auch generell so eine Nylon-Bänder sehr, sehr beliebt, gerade in der Mode oder in den verschiedensten ja, Momenten kann man die perfekt einsetzen. Man kann damit sehr gute Outfits kombinieren. Weil wie gesagt, es gibt davon in dem Online-Shop jetzt 29 verschiedene Designs. Und das ist natürlich eine Riesenmenge, das heißt jeder kann sein Band nehmen. In meinem Fall habe ich jetzt mich entschieden für ein dunkles Blau-Rot. Sieht irgendwie sehr, sehr schick aus und alleine nur dieses Stück ist schon ganz schön schwer und man merkt einfach den Unterschied. Also das hier ist wirklich relativ nylonmäßig, das merkt man auch. Das ist natürlich wieder sehr hochwertig, aber dieses Stück ist einfach nur, man merkt einfach, das ist schon stark und sehr, sehr, sehr gute Qualität. Wie gesagt, ihr seht einfach gar nichts. Ihr habt keine Fehler hier an den Leisten dran. Da kommt nichts raus. Ist alles perfekt abgeschliffen. Keine scharfen Kanten. Also sehr, sehr hochwertig, definitiv. Und ja, ich würde sagen, wir packen das auch natürlich nochmal ran. So. So, ist natürlich jetzt falsch rum, sehe ich gerade. Ja, das ist natürlich falsch, aber so wird es natürlich dann aussehen und die sieht sehr, sehr schick aus. Kann man, wie gesagt, perfekt kombinieren, wenn man zum Beispiel einen Anzug trägt oder ein Hemd oder so. Ich mag was komplett anderes und gerade bei der Apple Watch sieht das sehr, sehr schick aus mit dem Space Grau Schwarzen. Und ja, man merkt wirklich auch hier wieder die Handarbeit, ordentliche Qualität. Da weiß man wenigstens, was man für sein Geld bekommt. Klar, man muss natürlich sagen, preislich sind sie eben teurer als vielleicht alle anderen Bänder, die so aus China kommen. Aber wie gesagt, was bringt es, wenn ihr es dann ein günstiges Band holt und nach ein, zwei Monaten das Ding wegschmeißen könnt? Dann holt man sich lieber was Richtiges, hat ordentliche Qualität, made in Germany, was natürlich auch nochmal die eigenen unterstützt. Und ja, wie gesagt, noch was zu Robea, sind seit 2016 auf dem Markt, um, wie gesagt, Premium Apple Watch Bänder zu produzieren, zu vertreiben. Und ja, die wollen, wie gesagt, jetzt richtig durchstarten. Wie gesagt, sind bei Gravis, den verschiedensten ja, Plattformen sozusagen, bieten sie ihre Bänder an. Und ja, muss ich sagen, sehr, sehr schicke, hochwertige Bänder für jeden Anlass. Und schaut einfach mal in der Videobeschreibung, dort ist natürlich der Shop verlinkt. Und ja, das war es erstmal mit dem Review der zwei Bänder, einmal der NATO Nylon Armband und des Napa Lederbands. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge mit AppKings. Ciao.